Wir sind hier, weil wir, glaube ich, ein Signal setzen wollen, eine Botschaft senden wollen für die Umwelt, für das Umweltbewusstsein. Das ist die zweite Baumpflanzaktion, die wir jetzt innerhalb von einem Jahr mit den, mit den Linien zusammen machen, hier von der Krombacher. Also viel Spaß und nochmal vielen Dank und freue mich jetzt. Also wir stehen jetzt gerade im Wald für eine Pflanzaktion durch mit den Lilien und mit den Krombacher. Die Bäume haben keine Kraft mehr, sich gegen Insekten zu wehren. Hier zum Beispiel standen Fichten auf dieser Fläche, die wurden vom Borkenkäfer befallen. Und es ist halt auch durch die Trockenheit, tun sie nicht so viel Harz produzieren, also sind sie leichter anfällig gegen Borkenkäfer. Und dieser führt dazu, dass der Baum abstirbt und deswegen mussten wir alle Bäume fällen und dann entstehen solche Kahlflächen. Wie pflanze ich einen Baum? Hier haben wir eine Fagus sylvatica, eine Rotbuche. Hier haben wir einen Quickpot, also hier hängt schon Erde mit dran. Und die sind sehr resistent. Wenn man die jetzt pflanzt, kommen die noch sehr gut gegen Trockenheit, klar. Dann steckt mir die Pflanze hier rein. Von allen Seiten mal so ein bisschen antreten, dass sie schön fest drin ist und gerade steht. Jetzt, wenn man den Ziehtest macht, muss man noch ein bisschen nachtreten. Und somit haben wir einen Baum gepflanzt. Das ist eine Baumpflanzaktion im Eulbachtal bei Erbach. Und für einen Naturfreund wie mich, der auch an unsere Umwelt denkt und versucht, sie zu schützen, ist das im Grunde genau das Richtige. Ja, war ich sofort begeistert von. Es waren 40 bis 50 Fans dabei. Also es war sehr, 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 sehr schön und alle haben sich gefreut. Super Wetter. Wir sind im Odenwald, weil wir eine Aktion machen, wo wir Bäume pflanzen. Genau. Und das ist super für die Umwelt. Macht auch sehr Spaß. Und super viel Spaß. Und wir freuen uns auf die Profis. Und auf die Wurst. Ein großes Lob an alle fleißigen Helfer heute. 3.750 Baumsetzlinge wurden gepflanzt. Eine tolle Aktion von Krombacher, von Darmstadt 98 und natürlich von den Fans. Wir beide sind stolz drauf. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir der Natur auch mal ein bisschen was zurückgeben und nicht immer nur nehmen. Deswegen sind wir umso glücklicher, dass so viele Fans da waren. Ja, danke nochmal an die vielen Fans. Der Tag hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Von morgens bis abends bei traumhaftem Wetter konnten wir halt eben diese Bäume zusammen pflanzen. Also eigentlich ist es sehr traurig, solche Flächen zu sehen, aber dass jetzt so viele kommen, das erwärmt einem schon das Herz. Und wir freuen uns riesig, dass sowas mit der Krombacher und den Linien ermöglicht wird. Das finde ich ganz toll. Also, dass das so unterstützt wird, dass gerade die Darmstädter bzw. auch die Krombacher Brauerei sich da stark engagiert. Wird es noch ein bisschen gegrillt, wird angestoßen mit den Fans. Wir freuen uns drauf und lassen so den netten Tag ausklingen. Wir als Partner von Darmstadt 98 freuen uns dann eben auch solche Aktionen zu machen und danken dann sozusagen damit, dass wir jetzt hier ein schönes Get-Together machen mit den Fans und bei einem schönen leckeren Krombacher oder einer Krombacher Fassbrause für die Kinder und ein paar Würstchen hier vom Grill. Sehr gerne wieder, wir freuen uns drauf.